So, Freunde, da sind wir schon wieder zurück. Das geht schnell mit der nächsten Pick-and-Bun-Phase. Ja, wir haben so wenig Zeit, dass Riot gesagt hat, wir legen direkt los und haben unsere wunderbaren Analytiker wieder am Start, Ice und Dentist. Und wir sehen direkt Poppy First Pick und fragen uns, warum ist so eine Poppy nicht gebannt? Ja, erstmal haben sie ja richtig Gas gegeben, ne? LCK und dann bum bum bum. Ja, also nein, welchen Pick-and-Bun. Dass sie warten, war ja klar, ne? Man muss ja sagen, auf dem Riot Games Channel lief ja auch die LCK. Ja gut, die Frage jetzt mit Poppy. Ich finde Poppy als First Pick sehr solide. Du kannst eigentlich alles bannen. Du hast Nidalee, die du rausnehmen musst auf jeden Fall. Du hast Funnel, der auch richtig, richtig wieder im Zurückkommen ist. Und du hast einen Graves, der halt auch momentan ziemlich, ziemlich stark ist. Also es ist okay, dass man Poppy offen lässt. Du hast Gragas als Eigenpick auch noch. Das heißt, du hast mehrere Powerpicks, die du offen lässt. Und auch Kalista. Da kommt gleich die Antwort. So, Poppy wird abgegeben. Gragas, Kalista wird dafür in der ersten Rotation gesichert. Dann hat man sich auf jeden Fall stark was gegönnt. Ist das inzwischen so, dass in der EU Sivir über Kalista ja bevorzugt wird? Ja. Weil Sivir absolut broken ist. Sivir ist der Brain-Deadster AD Carry, den du derzeit spielen kannst. Kalista ist immer noch stark und auch nach dem 6-6-Änderungen wird Kalista einer der Priority-Picks sein. Aber Sivir ist ein Champion, der besticht durch eine extrem sichere Laning-Phase. Du kannst halt aus sicherer Distanz und auch unter deinem Turm kannst du farmen und keine CS verlieren. Du hast ein extrem gutes Late-Game-Scaling mit Meta-Items und dem 3-Crit-Item-Build. Du hast Utility mit deinem Ultimate, du hast Self-Peel mit dem Spell-Shield. Ich würd Sivir über jeden anderen AD-Carry Außer Draven. Und du musst vor allen Dingen auch sagen, das Champion-Kit von Sivir ist super, super easy. Wenn du eine Kalista hast, die im Teamfight ist, die muss halt super aufpassen, wie sie die Passive einsetzt, die muss die ganze Zeit rumtammeln, Positioning super schwierig. Sivir hingegen, naja, was soll man sagen, Q, der W mit dem Auto-Reset, so beziehungsweise Special, was du teilen musst, und sonst kannst du dich frei bewegen. Das heißt, die Konzentration, die du halt für den Champion im Teamfight leisten musst, ist halt wesentlich, wesentlich niedriger von der Anforderung her, was dir natürlich mehr Freiheiten gibt und weniger Spielraum für Fehler lässt. Interessant auch tatsächlich, Poppy, Kalista, Corki, also ganz im Unterschied zu Korea, bleiben hier andere Champions offen, wo wir gerade nochmal den großen Unterschied hatten. Auf der anderen Seite ist interessant, wir haben jetzt Azir, der sein Comeback feiert momentan, ja, auf der Midlane. Jetzt ist die Frage, spekuliert man darauf, dass Corki wirklich in die Mitte geht und hat deswegen den Azir genommen? Und das spielt gar keine Rolle. Also Azir ist ein Pick, den viele Teams in Europa auch als Blind Pick spielen. Völlig unabhängig davon, dass es Pick gibt, die gegen ihn sehr gut funktionieren, wie zum Beispiel dieser Varus. Also ja, Varus ist ein Pick, den haben wir sehr, sehr oft erfolgreich gegen Azir in der Midlane sehen ist können. Ist auch schön vorbereitet, muss ich sagen. Denn man muss ja überlegen, wenn man den Corki bekommt, genau, hat man sonst eben das Problem, dass man ihn fast immer auf die Mitte stellen muss, weil sonst der physische Schaden fehlen würde. Jetzt, dadurch, dass man Corki bekommen hat, kann man jetzt noch den Varus nehmen, hat da eine absolut gute Poke-Comp mit einer guten Frontline mit Poppy und Nautilus und auch guten Disengage. Jetzt würde mir eigentlich der Gragas besser gefallen, aber den hat Spice halt schon weggepickt. Genau, aber Elise erfüllt ihren Zweck genauso. Also die hat zwar nicht diese Disengage-Funktion, die der Gragas hat, aber sie hat Range TC, sie hat Threat, wenn sie in diesen Siege-Poke-Situationen eingesetzt werden muss. Mir gefällt, um ehrlich zu sein, die Giants-Komposition sehr, sehr gut. Ja. Ist natürlich die Frage, die wir auch vorgestern nicht so wirklich haben beantworten lassen können, weil Giants ist nicht das beste Team, diese Komposition dann auch letztendlich umzusetzen. Du musst aber auch sagen, Pepi hat auf Varus schon gespielt und Pepi hat auf Varus auch eine echt, echt gute Leistung gehabt. Und da bin ich gespannt, wie er es umsetzen wird. Was ich auch gut finde, sie haben Wonderbear den Nautilus weggenommen. Und Nautilus war, glaube ich, der einzige Champion, auf dem er richtig, richtig gut performt hat in dem Split. Ich glaube, auf allem anderen hat er da ziemlich... Wonderbear ist ein Champion, der hat in der Challenger Series quasi ausschließlich Carry Champions gespielt. Er war bekannt dafür, dass er auf sozialen Netzwerken auch offenkundig gesagt hat, dass Tank-Champions wie Maokai, wie Melfight absolut nicht seine... Aber er hat in der LCS auch wirklich mit den Carry-Champions nicht hinbekommen. Nein, überhaupt nicht, weil in der LCS, also auf der großen Stage, hast du natürlich Spieler gegen dich, die wissen, wie man solche offensiven Champions auszunutzen hast. Und dass die Positionierung und das Lane-Spiel von Wonderwear ist nicht das Beste. Also er overextended sehr, sehr viel, hat keine Vision. Was sagt ihr zur Morgana-Kalista-Kombo? Warum hat man sich hier für Morgana entschieden? Das ist brutal stark. Also mit Morgana wird Kalista im Late-Game, so ab der 30-35-Minuten-Marke, zur unzerstörbaren Teamfight-Maschine. Du darfst nicht vergessen, Poppy war ja schon gepickt und du brauchst halt irgendwie einen Schutz
für die Kalista von der Poppy. Weil wenn Poppy auf Kalista raufgeht mit dem W, dann kann sie sich erstmal nicht mehr bewegen. So, dann ist sie komplett useless. Aber mit dem Spell Shield kannst du halt da trotzdem noch eine Menge machen und der wird nicht sofort gebrochen. Also halten wir fest, brutale Teamfight-Kombo bei Splice mit Split-Push-Potenzial. Die Fiora sticht halt so ein bisschen raus. Vor allem Late-Game-Scaling ist halt Late-Game-Scaling gegen eine Poke kommt, die im Late-Game ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht funktionieren. Wir können festhalten, sollten die Giants irgendwie im Early Game zurückfallen, ist das Spiel vorbei. Ja, definitiv. Ich glaube, das kann man so festhalten und ansonsten kann man es mit einer Pokémon gerade hier sehr, sehr gut runterspielen, muss man sagen. Sie haben eine gute Reichweite und wir haben zwei gute Kommentatoren, die natürlich auch heiß sind, gerade bisher nur zugucken durften und jetzt dürfen sie sich selber auslassen. Heute ist unser super Samstag, zweimal Best of 3 Korea, zweimal Best of 5 EU. Wir starten jetzt mit Sola und Maxim. Ja, wir sind kampfbereit, vielen Dank für die Übergabe. Ja, war ein bisschen schneller als gedacht. Der Riot-Stream hat sogar auf einen anderen Stream gewechselt. Ja. Na, wir haben den großen Vorteil oder Nachteil, ich weiß nicht, wie man es sehen soll. Aber das Schöne ist, wir sind am Start, wir sind da. Sehr, sehr flüssiger Ablauf. Das ist für mich persönlich das Entscheidendste. Und wir können auch wunderbar hineingehen. Giants gegen Splice. Na, Giants konnte sich ja durchsetzen. 5-3 ist natürlich, 5-3 sage ich schon, Best of 5 mit 5 Spielen war schon sehr, sehr schlimm, sagen wir es mal so. Also sie haben über die volle Dauer gespielt. Mal sehen, ob uns heute wirklich 10 Spiele erwarten sollten. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Ich sag's mal so, in diesem Spiel hier heute, wenn Giants an die Leistung nur anknüpft vom Donnerstag, dann werden das hier definitiv keine 10 Spiele heute werden, weil gegen Kopenhagen Wolves sah das wirklich alles andere als stabil aus, was die Giants da geliefert haben. Und Splice ist zwar auch kein Top-Team in der LCS, aber selbst der Unterschied zwischen Splice und Giants war in der LCS sowohl spielerisch als natürlich auch tabellarisch deutlich zu merken. Also wenn hier wirklich beide Teams so spielen, wie sie es die letzten Wochen gezeigt haben, dann sollte das ein leichtes Ding für Splice werden. Aber Giants hatten jetzt natürlich nochmal 2 Tage Zeit, sich ein bisschen aufzurappeln. Haben ja hier sofort auch eine Comp gepickt, die am Donnerstag funktioniert hat. Ja. Das 5. Spiel war es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das 4. eins von beiden. Da hatte ja Peppy Varus. Und wir waren sehr skeptisch, was die Teamcomp angeht. Aber sie hat super funktioniert. Er hat sein Team ziemlich, ziemlich hart carryen können. Schauen wir mal, ob das hier heute genauso ausgehen wird. Ja. Auch mit dem Nautilus-Support, Hustlen ja mit einer wirklich wechselhaften Leistung. Mit dem Nautilus hat aber auch gutes Roam-Verhalten und so weiter gezeigt. Also er konnte da mehrmals Kopenhagen Wolves eigentlich ganz gut punishen. Man muss halt vorsichtig sein, der Nautilus hält halt nichts aus im Vergleich. Er ist halt wirklich butterweich. Was ich bei Giants gut finde ist, also ich finde einerseits seltsam, dass man Corki ADC hat. Ich finde erstmal so ein ganz kritischer Pick. Aber mit einem Varus in der Midlane ist das total okay. Weil man muss dazu sagen, wenn der Gegner viel Magieresistenz hat, fühlt sich der Corki überhaupt nicht wohl. Aber hier muss man eine gesunde Mischung finden. Du brauchst die Armor einfach gegen die Midlane, ein bisschen auch gegen die Toplane. Und Corki hat freies Spiel. Ja, definitiv. Also ich denke, Splice würde hier viel auch übers Midgame kommen, wo dann Azir so 2, vielleicht schon 3 Items hat, Kobbel seinen Powerspike hat und man dann einfach die Teamfights so kontrollieren will, die Gegner einfach von den Objekten wegdrücken. Wobei das natürlich gegen eine Poke wirklich alles andere als leicht wird. Also ich glaube hier prinzipiell, dass Giants Lira kommt durchaus eine gute Wahl einfach getroffen hat. In den ersten 10, 15 Minuten des Spiels wird höchstwahrscheinlich, außer vielleicht auf der Toplane, nicht viel passieren. Mitte super, super safe, beide. Sie können mit sehr hoher Reichweite farmen und poken, haben auch beide sehr passive Summoners gewählt, der eine Ghost, der andere Cleanse. Auch auf der Botlane ist man quasi mit Kalista Morgana, solange man nicht wirklich brutalst missplayt, gegen Nautilus Corki quasi immun und selbst auf Level 6. Man hat das Black Shield für die Nautilus Ult, man hat noch die Kalista Ult, falls es für die Morgana ein bisschen grenzlicher wird, aber hier der Invade. Dann nimmt er sich einfach mal den kleinen. Why not? Aha, bringt ja auch entsprechend Gold, muss man auch dazu sagen. Vergleichen, auf der anderen Seite versucht man das Gleiche. Da stellt man sich aber gekonnt davor. Und der gute Hustlen. Putz! Ah, den hat er auch noch gekriegt. Diesmal aber noch einen, vielleicht den großen noch. Der Autotech von Naut ist ja verstärkt. Aber man sieht, das Wonderweir hält ihn da eiskalt. Aber Wonderweir hat, wie es aussieht, gerade keine Erfahrung bekommen. Er ist noch Level 1. Trash die schon Level 2. Und ja, man sieht jetzt hier Tower Dive, beziehungsweise Tower Push natürlich eher. im Lane Swap. Ist völlig Standard. Giants aber ein Stückchen später. Dafür ist Midi Jane noch mit seinem Teleport. Also Wanderweer hat hier spontan natürlich, da man auf der Blue Side gestartet hat, also auf der anderen Seite des Teams, was oben pusht, das Teleport verwenden müssen. Giants jetzt erst am Turm. Also da wird Splice definitiv schneller sein. Haben wir den Turm schon über 50% runtergehauen. Also das könnte schon nicht gut anfangen für die Giants hier. Ja.
Man muss natürlich schauen, wie sich das Ganze verschiebt und wie konsequenzreich das Ganze ist. Ich glaube, sogar beim letzten Spiel oder beim vierten Spiel am Donnerstag haben wir einen Lanestorm gesehen, der wirklich schief ging, wo dann der Turm noch Leben übrig hatte. Das war katastrophal am Ende. Und aber man sieht es, man wird den ja trotzdem zum Einsturz bringen. Ist halt so witzig, ne? Obwohl die so einen großen Vorsprung haben, ist natürlich auch Poppy, Corki, aber auch Nautilus in der Lage, wirklich absurd viel Schaden rauszuballern. Wonderwheel kann jetzt hier auch die Lane perfekt bouncen lassen bei Smitty J. Oh, oh. Ja, das kriegt er hin. Aber er hat hier wirklich eine gigantische Minion-Wave, die er dann zum Freezen benutzen kann. Die Frage ist jetzt, wie sieht das Ganze aus? Man sieht, die Botlane von Splice begibt sich auch Richtung Botlane. Smitty, ja, versucht jetzt hier noch, so gut er es kann, diese Lane auszupushen, um noch den ein oder anderen Last Hit mitzubekommen. Hat ja auch 5 mehr als Wonderwear gerade. Dafür muss natürlich sein ID Carry ein bisschen einstecken. Wird also höchstwahrscheinlich der 4-Mann Tower Dive werden. Tower Dive ist heute das Wort des Tages für mich auf jeden Fall. Kindred, Tower Push, Tower Dive. Tower Push natürlich. Lane Push, Lane Swap. Naja, hier wird auf jeden Fall sonst da beobachtet werden. Das heißt, Wonderwear weiß frühzeitig Bescheid, wie lange er noch bleiben soll, bevor er den ersten Harass ins Gesicht bekommt. Wobei er sich aufpassen muss, ja. Zieht sich jetzt zurück. Er hat keinen Teleport. Also er wird auf der Botlane nicht wirklich helfen können. Man sieht es, Smitty J jetzt schon auf dem Weg. Der ist hier seine guten 10, 15 Sekunden früher da als Wonderwear. Schauen wir mal, inwiefern sich das negativ für Splice auswirken könnte. Dafür die Botlane jetzt schon am Tower. Man pusht hier weiter. Und ja, das ist wie gesagt dieser Standard-4-Mann-Power-Push. Diesmal habe ich es richtig. Kurze Pause nochmal zum Nachdenken. Der Standard-4-Mann-Tower-Dive. Ohne Gegner. Man divet aber trotzdem den Turret. Naja, mal gucken. Bezogen auf die Items, klar, der Phage wird von Sonstar anvisiert, absolut keine Tragödie. Auf der anderen Seite sehen wir den Karl. Ich glaube, den Corki werden wir niemals mit Karl sehen. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Zumindest ist dieses Item für den Lanestorm mehr oder weniger gemacht. Holen sich sehr, sehr viele, falls da trotzdem noch Verwunderung bei den Leuten im Chat sein sollte. Es ist relativ normal. Der erste Gank des Spiels, Trashy hier auf dem Weg. Peppy muss seinen Ghost benutzen, hat relativ wenig Leben. Okay. Kommt ja aber nochmal safe bei weg. Hat sein Ghost eher verwendet anstelle von Flash, weil es einfach weniger Cooldown hat. Und Flash dann doch noch ein Stück wichtiger ist. Gerade gegen sowas wie die Asie Shuffle-Kombo oder irgendwas in der Richtung. Gragas Ult kann man damit auch besser dodgen als mit Ghost, definitiv. Wisdom währenddessen hier am Endgegner. Braucht sein Team. Man kann das mit der Elise ja machen, dass man das alleine hinbekommt mit den Spinnchen, aber normalerweise macht man das mit dem ausgebauten Jungle-Item, mit dem normalen ist es ein bisschen schwieriger, da fehlt ja einfach der Schaden. Man gibt hier sonst da direkt den Herald, also das könnte theoretisch darauf hinweisen, dass man jetzt hier noch weiter pushen möchte. Man sieht, die Botlanes, die swappen schon wieder, also Splice Duo-Lane ist jetzt auf der Top-Lane und die Duo-Lane von Giants auf der Botlane mit dem Herald, das heißt, man pinkt gerade auch schon den T2-Tower auf der Botlane, das könnte hier der 6-Mann-Tower push werden, also ich mach's nie wieder falsch. GG. Naja. Und da wäre dann diesmal Giants definitiv überlegen, dank des Herald-Buffs. Wannabe hat sein Teleport ist wieder zur Verfügung, Smitty J auch, also im Endeffekt hat dieses frühe Teleport von Wonderwear Splice nicht benachteiligt. Ja. Ich glaube, die Variante setzt sich auch durch. Ich weiß nicht, ob es in Korea war. Aber mir wurde erzählt, dass es mittlerweile zu einem Standard wird. Ob es ein trauriger Standard, weiß ich nicht. Es gibt sogar Versionen, wo sehr, sehr früh ein Inhibitor-Turret genommen wird. Erstmal noch konsequenzfrei. Er liegt zwar offen, aber wird dann selten in irgendeiner Form dann erledigt werden können. Das ist ja natürlich krass. Noch 10 Minuten innen weg. Ich weiß gar nicht, was dann passiert, wenn so ein Superminion kommt. Ich glaube, das kriegst du gar nicht tot als Champion. Aber wird hier definitiv nicht. Das musst nicht du dann raiden. Das ist wie so ein Objekt dann. Das ist wie Baron. Ja, das nimmst du mit. Jungs, Toplane, Superminion, lass bitte zu 15. Ja, lass bitte hingehen. Ich habe einen Kommandobanner als erstes geholt. Und dann aber da sieht man es jetzt. Der Herald, der macht sein Werk. Die Caster-Minions, die prügeln ordentlich darauf ein. Was man jetzt auch hätte machen können, vielleicht ein, zwei Tower-Shots tanken. Aber das macht man jetzt im Nachhinein. Aber auf der Toplane war man trotzdem schneller. Also Splice hier mit der besseren Push-Kombo. Und sie wollen nicht aufhören. Wir sehen vielleicht das Szenario, was du angesprochen hast. Der Inhibitor wird gepusht. Bisher ist das hier ein reines PvE-Spiel und man portet sich back, aber der Inhibitor-Turm, der verliert ordentlich Leben. Halbiert wurde er schon, kann ja aber verteidigt werden. Trotzdem sehr, sehr irritierendes Early Game. Wisdom kann sich immerhin den Blue Buff noch snacken, aber auf der anderen Seite Splice genauso. Da bekommt die sogar Senkung, wie es aussieht. Also da Splice erneut bevorteilt. Sehr irritierendes Spiel. Es ist ein Start, der sich mittlerweile etabliert hat, gerade wegen diesen dreifachen Zurückswappens. Na, du hast ja vorher schon gesehen,
dass da die, also überall dort, wo die Duo-Lane ist, okay, da haben Türme Angst. Und genauso ist es quasi eingetreten. Es ist, glaube ich, die krasseste Version, wie man ein Spiel verlangsamen kann. Bis auf die Midlaner, die können halbwegs solide farmen. Aber die Toplaner tun mir einfach leid. Na, die haben 20 Farm. Hustlen hat die Hälfte. So. Das ist nicht gut. Und das gleiche Level. Ja. Und genau, Level-Nachteil ist ebenfalls noch ein Punkt. Jungler sind natürlich auch ein Stück weit geschwächt. Aber du willst keinen Jungler Level 7 haben mit einem Toplaner Level 4. Aber Wisdom zieht's durch. Ja, das Ding ist, man muss sich ja überlegen, wessen Team bekommt dadurch jetzt größere Vorteile. Wir haben definitiv zwei Solo-Laner, die beide für Split-Pushen bestimmt sind. Das Poppy-Fiora-Matchup ist eins, das wir sehr, sehr häufig in der LCS gesehen haben und was auch in beide Richtungen gehen kann. Meistens ist es dann so, wenn Poppy die QSS hat, dann ist sie stärker als die Fiora. Aber gerade wenn man so weit nach hinten gesetzt wird als Poppy, dann kann man sich die QSS einfach nicht leisten. Nee. Weil wenn du mit QSS ins Team kommst, dann 5 gegen 5, dann stirbst du in 2 Sekunden. Also ich gehe stark davon aus, dass dieser Lane-Swap im Endeffekt Wonderwheel sogar bevorteilt. Weil beide würden im Teamfight komplett nutzlos sein momentan, weil sie halt sehr, sehr schnell fallen. Ich glaube, aber Wonderwheel würde das mal irgendwie gewinnen. Genau, ich glaube, der Fakt gilt halt, ist Fiora vom Farm her gleich, hat Poppy verloren. Poppy hat eh verloren, nach einer Zeit. Aber sie muss halt eigentlich sich einen Vorteil erarbeiten. Ja. Und das ist gerade nicht der Fall. Aber auf der Botlane, da noch alleine, aber da kommt das Package. Komm, und zieht sich schon zurück. Jetzt muss ich sonst entscheiden. 2000 CS oder die Möglichkeit auf Kalista zu gehen? Er entscheidet sich für die CS. Die 2000 CS. Finde ich sehr richtig. Das ist ein bisschen weniger, aber er kriegt trotzdem. Er holt ihn quasi ein. Wisdom jetzt kurz getroffen. Oh. Der Schaden ist gar nicht so schlecht. Niesbett aber noch nicht. Oh, schönes Fass. Das Fass war stark. Gut. Oh, alles klar. Repel hilft einem nicht, wenn der Red Buff auf dir drauf ist. Das war bitter und auch irritierend simpel. Niesbett und Trashy, die einfach beide im Busch gewartet. Das Repel kam auch extrem spät. Ich hätte da ein bisschen damit gerechnet, dass er die Gragas Ult repellen will. Aber hätte auch keinen Unterschied gemacht. Er hatte ja schon keinen Flash mehr, ist nirgendwo mehr. Und Asia wäre einfach hingelaufen. Ja. Also das war einfach ein sehr irritierender Invade von ihm. Er hatte keinen Toplaner zur Verfügung, um ihm zu helfen. Die Midlane war reingepusht. Und er hatte auch keine Vision. Also da zu invaden war im Endeffekt einfach extrem fahrlässig. Und damit in der 11. Minute das First Blood für Splice. Für Trashy. Ja, hier sehen wir nochmal die Paketnutzung. Der Gromp, dem war das gar nicht gefallen. Wurde hier anscheinend ein bisschen weggeschubst. Aber muss man ein Stück weit durch. Wie gesagt, Splice mit ein paar Vorteilen. Hustlen macht jetzt hier den Solo-Drake. Kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. Rest kommt jetzt dazu. Wird jetzt hier diesen ersten Drachen erledigen können. Ist in der 11. Minute. Ist okay. Das ist, denke ich, immer noch LCS-Standard. Also ist das Durchschnitt eher. Ein bisschen unterm Durchschnitt sogar. Also sie können jetzt vor allem auch ihren Nachteil durch das First Place ein bisschen wieder ausgleichen. Gerade bei diesem sehr, sehr langsamen Spiel durch den 6 Tower Lane Swap können sie sich jetzt hier so ein bisschen Late Game schon mal sichern. Generell ist beim Lane Swap der Drache umso bedeutender, weil eben es fallen wenig Kills, es ist schwer sich einen Vorteil zu erarbeiten und wenn man dann diesen Drachen hat als einzige Option quasi sonst außerhalb von Gold nach vorne zu kommen, dann ist das schon mal eine gute Grundlage definitiv. Wir sehen jetzt auch sonst da bereits ja, Sheen und Phage plus Zaubererschuhe, also der Junge ist schon ordentlich stark, wenn er sein Trinity Force fertig hat. Wäre natürlich optimal, wenn Peppy dann auch seine Mana-Mune fertig hat oder sogar Yumus, je nachdem, auf was er geht, dass man da die Power-Spikes so ein bisschen kombinieren kann. Sengoku ist jetzt auch schon mit dem Nashos am Start. Also man merkt halt wirklich, die Spieler haben extrem viel Farm, es ist extrem viel Gold schon durch die Türme gefallen und dadurch kriegen die Spieler ihre Items relativ zügig. Herald lässt sich nicht trollen, resettet sich kurz. Ich denke, dieser Fakt, dass die Leute, die haben jetzt einen stabilen Farm, er ist jetzt nicht übertrieben, aber man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Die Türme gleichen es halt hart aus, beziehungsweise treiben es in eine sehr unschöne Richtung. Und dadurch kann man dann so ein Stück weit glänzen. Mir hat der Levelunterschied ganz kurz Angst gemacht. Smitty war Level 5 und Wonderwheel Level 7, aber er konnte sich halten. Muss jetzt hier nochmal den Swap eingehen, gemeinsam mit Peppy auf die Botlane, weil ich glaube, ja, die ist sogar schon gefallen. Wir haben jetzt also die verzögerte 4-Turret-Variante. Pusht jetzt hier so ein kleines bisschen weiter. Oh wow, die lassen wirklich Smitty alleine. Ja, da bin ich gespannt. Wow, sie spielen wirklich hier PvE, die spielen komplett aneinander vorbei. Er sollte die Minions wegholen jetzt. Die muss aber auch treffen. Oh, der Block! Super wichtig, der Stone! Oh. Stark gemacht von Wonderwheel, aber ist jetzt hier am Haken. Der wird fallen. Zack. Noch lebt Ultimate. Er. What? Oh mein Gott, man hat nicht ihn geholt. Man dachte, man kriegt alle. Noch. Der Turm ist sehr, sehr low. Oh, das Exhaust! Genau zur richtigen Zeit. Flash davon. Bobby hat noch seine Ultimate. Könnte die also einsetzen. Und jetzt kommt Peppy. Aber der wird erstmal weggebolzt. Nein, er hat ihn verfehlt. Starker das Q ebenfalls. Senkox jetzt zwar zur Stelle. Peppy
mit einem schönen Flash auf die andere Seite. Der ist super geschützt. Repel geht raus. Wisdom muss vorsichtig sein. Die Qs, die sind immer noch zur Verfügung. Da ist das erste. Ah, noch ein Auto-Tank. Der kriegt ihn. Warte mit den nächsten. Haslin, der ist auch da. Und der Turnaround mit besagtem Q. Aber sie haben die Zeit rausgeholt. Mini J hat auf die Top-Lane teleportiert, nachdem er wiederbelebt wurde. Man bekommt den Turm. Ein sehr, sehr knapper Trade. Wenn mich nicht alles täuscht, war das jetzt hier gerade ein 3 zu 4 oder ein 3 zu 3. Man sieht immer auf der Botlane, da ist wirklich einiges schief gelaufen. Auf der einen Seite ist Smitty J wird alleine gelassen. Extrem schön gemacht von Trashy hier, die Ult zu blocken. Dann wird man natürlich Smitty J locker diven können. Victory Zone wird ausgelöst. Das heilt Runner wieder mal diese gewissen 10, 20 Leben, sodass er das hier überleben kann. Dann im Endeffekt die Gragas Ulti. Ja, hat nicht unbedingt viel gebracht. Vielleicht hätte man den Turm sogar holen können, wenn die Gragas-Ulti den Nautilus weggeschmissen hätte, weil Koppel dann nicht exhausted werden würde. Aber Peppy dann hier von der Seite unterwegs. Eine schöne Ult. Aber das hier noch ein viel schönerer Sidestep von ihm, sonst wäre er instant down gewesen. Auch ein super Flash. Aber man darf nicht vergessen, das Ganze ist, wie gesagt, immer noch eine Unterzahlsituation für Giants. Es war ein 3 gegen 5. Jetzt ist es ein 3 gegen 3, aber sie haben halt alles schon raus. Wisdom ist low, X-Peppy kaum noch Mana. Und dann hier ein schöner Return-Q von Lisbeth mit dem Soldaten-Damage von Sengoku, kann man dann hier auch nochmal die drei Leute alle abholen und im Endeffekt tradet man sozusagen dann hier nochmal die drei Kills für den Turm, was nicht unbedingt vom Gold her worth war, aber den Turm, den Inhibitor-Turm in der 13., 14. Minute zu haben, das baut mehr Druck aus als, mehr Druck auf als 1000 Gold das tun könnten. Ja. Nächster Turret wird genommen, die Chain hat gar nicht so schlecht gesessen, Trashy ewig lang festgehalten, Nisbet stirbt nebenbei, Kobe, das ist jetzt die Ultimate oder jetzt gleich. Das ist ein bisschen ärgerlich für jeden Turret, weil er sie genommen. Ich denke, dass der Top-Lane-Turret fährt, ist noch nicht so tragisch. Solche Situationen haben wir schon gesehen, dass ein Turm dieser Art sehr früh fehlt, aber erst sehr, sehr spät genutzt wird. Also man kann da jetzt nicht einfach hingehen und den wegraiden, so. Das geht einfach nicht. Oder das machen sie zumindest nicht. Aber dass 6 Türme oder 10 innerhalb von 15 Minuten gefallen sind, ist eine absurde Zahl. Da merkt ihr jetzt auch, dass Giants ihren Powerspike extrem gut ausnutzen. Sie haben jetzt der Botlane diese Untersituation gut gewonnen. Hier den Tower Dive quasi gewonnen. Es war aber auch ein 5 gegen 3, muss man sagen. Callister auf der Toplane. Das ist halt immer dieses Fahrlässige, was wir extrem häufig gesehen haben. Dass der AD Carry auf die Sidelane geschickt wird, auch sehr oft bei Elements mit Mysterales geschehen. Und dann einfach die Teams immer wieder gecatcht werden. Es ist natürlich auch schwer, gegen Nautilus und Varus nicht gecatcht zu werden. Aber dann kannst du nicht denjenigen, der kein Teleport hat und der gerade eigentlich ziemlich gut im Game ist, von der Midlane schicken. Weil so hat man dann zwei Mitglieder und den Tower verloren. Und Giants damit jetzt nur in Anführungszeichen 800 Gold vorn. Ich muss aber sagen, dass hier wahrscheinlich Nisbet gefehlt hat. Er muss den Black Shield on Point landen. Varus hat ein Riesenproblem, weil der Magic Damage halt bei ihm wirklich auf wenige Spells bzw. die Passive reduziert ist. Also auf diese Markierungs-Passive. Ich glaube, das ist B oder so. Und darum muss er reagieren. Chain of Corruption darf niemals durchkommen. Die sollte eigentlich sofort den Black Shield verpuffen. Oder eben die Nautilus Ult. Auf jeden Fall muss Nisbet da wach sein. Team steht oder fällt der Teamfeld im Endeffekt, aber es muss natürlich auch gleiche Anzahl an Spielern vorhanden sein. Da war nämlich die übelste Situation für Giants gegeben. Bin mal gespannt, ob Splice jetzt da anfängt zu groupen. Dekal kann natürlich auch sein von Cobble, okay, ich brauche hier noch meinen Runa ins Feuer, will ich nicht groupen, aber dann darf man nicht so weit im Tower stehen. Da muss man einfach den T1 Tower aufgeben, weil den kann man zu dritt auf keinen Fall verteidigen gegen den Power Spike von den Giants. Ja. Der Peppy. Er gibt sich größte Mühe. Mana Mew und Cooldown Hammer. Ah, kann jetzt hier auf jeden Fall ordentlich durch die Gegend spammen. Und damit natürlich auch sein Ziel erreichen. Aber man hat schon zwei Items gegen sich. Also Kobe da mit sehr, sehr viel Angriffsgeschwindigkeit am Start. Und damit natürlich auch mit entsprechenden Vorteilen. Wobei Trinity Force wird einfach immer das stärkste Item bleiben. Sonst da müsste ihn eigentlich gut verprügeln können. Hat jetzt das Package zur Verfügung, das heißt Splice. Muss ich jetzt auf jeden Fall in Acht nehmen, was den nächsten Drachen angeht, weil den müsste sich Giant sichern. Das war gerade sehr stumpf. Das war extrem stumpf. Das Schild da eigentlich noch nicht mal annähernd abgelaufen. Und du wirst denken, ja, probieren wir es mal. Vielleicht funktioniert das ja. Hat es aber natürlich nicht. Und jetzt ist man endlich mal zusammen mit Cobble auf einer Lane. Und der kassiert sofort einen Speer. Muss eigentlich fast schon in die Base gehen. Peppy hat sein Mana nun fertig. Man nimmt hier nochmal den Herald, bevor er despawnt. Muss natürlich aber aufpassen. Toplane. Wanderer muss in die Base gehen. Aber man gibt tatsächlich den Drachen auf. Man tradet Drachen für Herald. Wobei, man hat, glaube ich, noch das Package, wenn ich nicht richtig, wenn ich es falsch gesehen habe. Trotzdem, dass man einer Callister den Anfang des Drachens gibt, der ist jetzt down. Kobe kann den jetzt einfach rausziehen, den Speer oder die Speere. Und das war's. Also, dass man den hier so frei abgibt, das kann ich für den Herald
wenn man selbst den ersten Drake kriegt, echt nicht nachvollziehen. Ja. Vor allem, man hatte das Package. Wenn sie jetzt mit dem Herald Buff allerdings den Turm bekommen, kann man es fair argumentieren. Man muss aber sagen, der Wave Tier ist trotzdem sehr, sehr stark. Oh, was macht der denn? Musste seine Ultimate holen. Chain of Corruption geht hier wieder aufs halbe Team. Nies von Zubino. Das war ein gutes Fass. 1:1 bisher getauscht. Smitty. Oh, stark gemacht! Von Zengax, zwei Leute da instant reingeschreddert. Wonderweir nimmt natürlich den Korki auseinander, der hatte null Chance. Aber das war ein gutes Asia-Play hier. Sehr lang gewartet, wie so eine Orianna wirklich mit Fight das Ding erst benutzt. Schöner Fight hier von Splice. So, da sehen wir es nochmal. Erstmal der Gurken-Engage von Hustlin, trifft da den Q nicht und wird dann einfach von vier Leuten belagert, muss sofort rausflashen. Hier eigentlich wirklich eine schöne Gragasol, one-shotted Wisdom mehr oder weniger. Und jetzt hier kommt dann der Re-Engage der Shurima. So ist richtig, Shuffle von Sengoku. Zwei Leute unter anderem sonst da, der dann von Wonderware noch abgeholt wird. Extrem schön gemacht von Splice. Sollte sich jetzt auch durch diesen Tower wieder in einen Goldvorteil verwandeln. Yep, es sind aber nur 600 Gold trotzdem. Man hat den Drachen bekommen und quasi den letzten Herald-Buff des Spiels von Giants denied. Also wirklich schön gemacht. Aber auch eben sehr fahrlässig, finde ich, von Giants den Drachen, vor allem den theoretisch schon zweiten Drachen für sie, einfach so abzugeben. Das ist vor allem auch der erste fürs Fleisch. Das ist halt so, ich meine, das ist halt Win-Win. Ja. Weil sie hatten ja den, keine Ahnung, das ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Wenn sie den Turm bekommen hätten, hätte ich alles zurückgenommen. Aber es hat ja nicht funktioniert. Die Vasallen sind nicht verstärkt, nur von ihrer Angriffskraft, aber nicht von ihrer Verteidigung. Und man muss dazu sagen, Azir und Gragas sind keine schlechten Charaktere, was den Wave-Tier angeht. Gragas jetzt sogar eigentlich sehr, sehr stark. Er ist immer noch in der Phase, wo sich das Ludens, das Runic Echo, meine ich, bemerkbar macht. Und gerade gegen Vasallen. Und Wisdom, er schaut sich hier nochmal um. Kriegt hier sogar beide Crux. Will sich da also auf jeden Fall nicht lumpen lassen mit dem Level-Vorteil seinem Kontrahenten gegenüber. Was Splice. Die sind jetzt auf jeden Fall kräftig. Gerade Asia, fertiges ja, Rylai. Also ich glaube nicht, dass Giants momentan was zu melden hat. Wir sehen auf der Top-Lane, da hat sich Smitty J jetzt schon, obwohl er quasi so weit hinten ist, 0 Kills und nur 120 Farm die QSS geholt. Musst du aber auch, weil sonst wirst du gegen eine Fiora einfach nur komplett deleted. Aber diese QSS so früh zu haben, bedeutet natürlich auch, dass ihm Koppel noch brutal wehtut. Weil ja, er hat mit dem Sunfire zwar ein Armor-Item, aber das wird nicht ausreichen, um gegen Koppel irgendwie tanky zu werden. Wobei der natürlich von Peppy auch ordentlich Damage kriegt. Ja. Ja. Da macht sich natürlich so ein Ghostblade sehr, sehr bemerkbar. Und Ziele, die wirklich einen extrem niedrigen Rüstungswert haben. Und damit natürlich der Schaden auch entsprechend hoch. Der Turret. Super praktisch für Sengoku. Man muss dazu sagen, er farmt ja auch für einen. Ne? Wenn er den Last Hit macht, dann kriegst du das Gold. Aber Wonderwear, zwei Items, zwei sehr, sehr teure Items wohlgemerkt, hat hier gegen Smitty J einen riesen Vorteil. Ich denke, die Split-Push-Aktionen werden absolut grausam werden. Weil Splice, man muss ja bedenken, Split-Push erfordert mehrere Kriterien. Und eine ist, dass du ein Team hast, was gut disengagen kannst. Und es gibt nur wenige Kompositionen, die an Gragas und Asia, technisch gesehen auch Morgana, Disengage rankommt. So, das ist halt super safe. Selbst wenn Nisbet wieder absolut grausam stehen sollte, drückt Kobe R. Und dann ist alles gut. Also theoretisch ja, auf jeden Fall. Splice mit einer sehr runden Comp, die jetzt natürlich auch am Drücker ist. Die sind vom Gold her exakt gleich, sollten aber aufgrund ihrer frühen zweiten Power Spikes jetzt trotzdem eigentlich die Überhand haben. Sengoku, wie gesagt, du hast es angesprochen, mit Rylai am Start, das ist unglaublich stark, weil dieser Rylai-Slow ist der Unterschied zwischen 2 und 3 Auto-Attacks mit dem Asia-Soldaten und das kann kein anderes Damage-Item der Welt ausgleichen. Das sind halt 300, 400 Damage, wenn du einen Squishy damit triffst. Und das ist auch der Punkt. Sonsta und Peppy, die dürfen sich keinesfalls von einem Soldaten treffen lassen, weil 2 Auto-Attacks und die kannst du nicht abwenden, gerade nicht als Varus, und der hat halbes Leben weg und Peppy hat jetzt auch noch keinen Lifesteal, sonst da genauso wenig. Man hat keinen Support damit zu sustain. Also wenn man sich auch nur eine Sekunde in so einem Soldaten befindet, dann ist der ganze Push von Giants schon Geschichte. Ich denke aber, die Situation wird er niemals erzeugen, bewusst. Varus ist jetzt immer noch mit diesen 2 Items in dem Stadium des Spiels, wo er sehr, sehr stark ist, wo er einfach einen übelsten Wave-Clear hat. Und gerade Caster Vasallen, dann sieht es jetzt an den Feind. Ich weiß gar nicht, ob die, okay, will lieber auf den Poke setzen, anstatt auf den Wave-Clear. Schönes Fass! Peppy sofort down! Wonderwear bemüht sich da ziemlich alleine in der ganzen Geschichte. Flasht jetzt raus. Ein bisschen spät, meiner Ansicht nach. Aber oh, die Rakete trifft ihn. Bitter. Wisdom hier gegen die Soldaten. Das war ein seltsamer Engage. Das war Selbstmord. Wow, warum ist Smitty da reingegangen?
Die Asia Wall war quasi unnötig, mehr oder weniger. Hätte man sogar noch sparen können. Das ist jetzt aber der Turret-Verlust durch diese Aktion. Stark gemacht aber von Trashy. Black Shield vorher runterbekommen und als letztes das Fass gecastet. Black Shield runterbekommen, was erzähle ich überhaupt? Peppy ist einfach gestorben. Ja, sehr schön gemacht. Also, da darf sich Peppy auch überhaupt nicht von treffen. Er hätte hier. Okay, da hat er keinen Counter, wäre das mal unmöglich, ne? Das war einfach extrem schön gemacht von Trashy. Exakt diese Millisekunde abgewartet. Dann hier der Tower Dive sogar. Wanderweer fällt dann nochmal durch eine schöne Rakete von Sonsta, aber im Endeffekt der Tower Dive. 2 zu 1 Trade für Splice. Also man sieht wirklich, wie schön das gemacht war. Ich wollte gerade erwähnen, dass Peppy da definitiv den Engagement Ragaz flashen muss. Aber da hat er überhaupt keine Chance. Trashy, Max Range, Flash E, dann sofort die Ult benutzt. Wanderweer war auch da. Ja, da hat Peppy wirklich keine Reaktionsmöglichkeit, hat dementsprechend seinen Flash auch nicht zünden können. Extrem schön gemacht. Und da ist natürlich auch die große Schwäche eines Varus. Er ist ein AD Carry. Er hat nicht die größte Range, keinen Escape und auch so gut wie keine Tankiness. Ich fand es aber albern von ihm, dass er sich trotzdem... Er muss halt schauen, wieso die Flankierungsgefahr ist und dass er die Vasallen nicht angegriffen hat mit dem Pfeil, finde ich auch seltsam. Es gibt einen Unterschied, ob du jetzt einen Gegner poken musst oder die Vasallenwelle. Man sieht ja, er macht halt übelsten Schaden aus der Distanz, aber sollte sich eher auf den Erhalt des Turrets verlassen. Oh, Sekox! Schade, der Sidestep hätte auch die Ultimate von ihm sein können. Hat nicht ganz funktioniert. Schön aber gemacht von Sunstar. Ja, extrem schön. Also, Sengoku hätte das, glaube ich, fast schon überleben können. Er war da ein bisschen erschrocken. Und das könnte ihn jetzt hier tatsächlich sogar ziemlich viel kosten. Sie haben den T2-Turm gemacht und gehen jetzt Richtung Baron sogar. Wollen ihr vielleicht auch nur trappen oder sie fangen ihn spontan an? Ich überlege auch, ob es vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre, einfach auf den Inhib zu gehen mit der Überzahl. Ja, der Baron, der fällt hier relativ schnell. Man ist in Unterzahl. Splice müssen hier kämpfen und das könnte ein sehr, sehr fataler Kampf sein. Nein, der Baron, der ist einfach schon fast down. Der ist auf 4000 Leben. Der Teleport noch viel zu spät. Der bemüht sich. Zack, schöne Chain Trash ist drin. Der Steel aber nicht durchgekommen. Er wird hier fallen. Wanderweer stürzt sich auf X-Peppy. Der hat dann überhaupt keinen Stich. Schöner Flash. Kommt also nochmal davon. Kriegt sogar noch den Kill. Schön reagiert hier von unserem Giants Midlaner. Also Baron Buff bekommen, noch 2 Kills oben drauf und alles, was Sengoku sich hat erwischen lassen. Die Rotation jetzt zum Inhib ist ohne Probleme möglich. Das Ding ist aber, hier sieht man, Sengoku, der ist viel zu wichtig für sein Team. Eigentlich sind ja Giants noch relativ gesund. Der Baron fällt, bevor der Kampf beginnt. Das Gragas fast trifft gar nichts. Kobbe kann hier lediglich Hustlen fokussen und selbst der stirbt nicht. Also ohne seinen wichtigsten Spieler einen Kampf einzugehen, nur weil sie den Baron machen, das ist halt dieses typische, oh, wir machen Baron, wir müssen rein. Und das ist hier einfach die falsche Entscheidung gewesen. Weil wie gesagt, sie waren in der Unterzahl und normalerweise sagt man ja, okay, der Baron schwächt ein, der Debuff ist da, der macht noch Damage im Kampf, die Gegner sind nicht gut positioniert. Aber der Baron ist ja gefallen, bevor überhaupt irgendjemand drin war. Trashy ist dann reingesprungen, war ganz alleine, sein Team konnte ihm nicht helfen und im Endeffekt war es dann sogar sehr, sehr schnell ein 3 gegen 5. Und das kann man dann unmöglich gewinnen. Jetzt die Quittung hier für Splice. Sie sind 3000 Gold hinten. Nisbet hat wenig Leben. Der Poke, die Poke kommt von Giants, die fast jetzt brutal. Und der Turm, der wird nicht verteidigt werden können. Ja, wenn eine Poke-Komposition nach vorne kommt und mit Varus und Korki hast du da mehr als genug Schaden aus der Distanz, solltest du eigentlich hier ohne Probleme den ersten Inhib bekommen. Sie gehen nach unten lieber. Das ist ein bisschen ballsiger. Aber wenn sie das schaffen, ist das Spiel so gut wie in ihren Händen. Der Turret, der wird hier niemals überleben. Smitty ganz schön deep drin in der Geschichte, nimmt aber den ersten komplett aus dem Leben. Wanderweer muss da rausrechnen. Wisdom auch sehr aggressiv, aber der Poke, der ist... Oh, Shurima, was bringt dir nicht? Der ist sofort explodiert dabei. Peppy hat immer noch am Leben, die Seelenfesseln werden nicht durchkommen. Wanderweer, Penta oder gar nichts. Schönes W, konnte hier ein, konnte zwei, aber das reicht nicht. Zwei zwar mitgenommen, aber die Death-Timer und der 27 Minuten trotzdem relativ hoch. Alles klar, Wisdom Flash einfach in den Turret rein und Giants gewinnt das erste Spiel. Und das aus einem schönen Snowball heraus. Sengoku bekommen, Baron bekommen, Spiel bekommen. Aber auch brutal fahrlässig von Splice. Also, dass sich das Sengoku hat abholen lassen, okay. Das war einfach schön ausgenutzt von Sonsta. Das war ein extrem guter Package. Extrem gute Benutzung des Packages, kann man nicht meckern. Aber dann einfach als Vierer-Team, man ist in der Unterzahl, man hat seinen wichtigsten Spieler nicht, dann nicht den Baron nur zu versuchen zu stealen, was ja auch nicht funktioniert hat, sondern dann einfach Teleport zu benutzen und alle Spieler zu investieren, ohne jeglichen Grund, weil der Baron, der war schon down. Das war einfach nur komplett fahrlässig und hat hier im Endeffekt das Spiel, ja, alleine verloren. Anders kann man es einfach nicht sagen. Splice, sie hatten das Spiel zu diesem einen Zeitpunkt, wo sie quasi diesen guten Dragon Trade gemacht haben, wo sie 3 Kills und den Drachen und den Tower bekommen haben, dann nochmal in der Mitte den Dive gewonnen haben. Da hätte Splice das Spiel safe runterspielen können. Ja. Aber sie
haben es nochmal weggeworfen und im Endeffekt Giants definitiv verdient hier mit 1-0 vorn. Richtig. Wir machen bis dahin erstmal eine ganz, ganz kurze Pause. 3,5 Minuten wird die dauern, analysieren das Spiel und stürzen so auf das zweite, denn die Promospiele sind meistens sehr, sehr flott. Also bis gleich.